Wollt ihr fleißige Waldbewohner sehen, müsst ihr zu Nexus und Freddy gehen. Holz auf Holz, Stein auf Stein, sonst geht der kleine Timmy wein. Oh, willkommen zurück, Nexus. So, eine neue Aufnahme ist gestartet. Nexus ist scheinbar weg. Ich bin mir was zu essen holen gegangen. Und es ist Nacht. Das ist natürlich meine Schuld. Ich hätte pausieren können. Moin, Willi. Zieh mal ab. Kackviecher. Ach nee, jetzt regnet. Ich weiß nicht, ob es du oder auch bist. Ist das irgendwie gar nichts bei mir gewesen. Das ist zu. Hey, wo ist denn da das draußen? Ding? Da. Siehst du es nicht? Hä? Hier ist nichts. Wo ist das? Hä? Ich will jetzt genau, dass ich das da... Ich hab's nicht. Digga. Laber jetzt mich nicht. Ich hab's nicht. Hast du es im Inventar? Ich hab das genau hier neben den Schädel gepackt. Ey, sag jetzt nicht, das Artefakt ist weg. Es wäre doch ultra ass, Digga. Ja, dann müssten wir zurück zu diesem Eisteil laufen und es nochmal holen. Viel Spaß! komisch, auf einmal viel weniger Stöcker, ne? Komisch. Gleich viel weniger Stöcke. Das kann ich ändern. What the fuck? Hast du auch den Sound gehört? Why are you like this? Moin! Ja, ich merke auf jeden Fall, dass die Teile irgendwie so ein bisschen... Warum hast du die Tür aufgelassen? Ich weiß nicht. Nein, du bist als letztes reingekommen. Guck. Sironimo. Aua. Die streichelt mich abgefangen. Da ist ein Zombie umgefallen. Ich weiß. Ich mich so noch mal nachhelfen. Apropos Seilbahn, ich gehe jetzt zu unserer zweiten Base. Die war noch mal wo. Und da baue ich meine Seilbahn fertig. Warte, wenn du die Karte öffnest, ich glaube, die war oben links. Weil da muss ich noch meine Seilbahn fertig bauen. Nicht nur das müssen wir eigentlich fertig bauen. Dann lass da mal hingehen.
Hier haben wir eigentlich so gut wie alles fertig. Wo bist du? Hä? In Richtung Dingens, Richtung Kirche gegangen. Wo bist du? Kirche, das ist aber nicht richtig. Doch. Wo bist du? Da, wo ich lang gehe, ist ein Haus. Wo bist du? Ach, Digga. Ich sehe es halt legit nicht. Weil da hinten ist ein grünes Haus, das heißt, da ist richtig. Gelbes. Grün. Das ist gelb. Nein, bei mir ist auch ein grünes Haus und daneben ist noch was mit einem Hammer. Das heißt, da wird richtig sein. Ach so. Ah, ja, jetzt sehe ich. Los. Ey, Digga, nee. Das ist nicht. Ey, Haus Digga, wird, doch. Das Haus wird nicht grün gemacht. Doch, du hast gesagt, mach's grün. Grün sind deine Sachen. Eben. Das Haus habe ich gebaut. Ohne mein Holz hättest du das nie geschafft. Digga, eure Westqualität ist ja aber absolut ass. Unsere Westqualität? Digga! Handwerkliches aus dem Westen hält nicht so lange wie Handwerkliches aus dem Osten, Digga. Ja, warte mal, aber China liegt auch im Osten. Ja. Ja. Nur halt, ich rede von Deutschland. Made in Germany. Germany West, Germany Ost. Das ist Qualität. Ja, ja. Ja, Qualität zum Bestpreis. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe gerade ein Reh exekutiert. Ja, das habe ich auch gerade gemacht. Guck mal, hier ist mein Geschenk an dich. Danke, das nehme ich an mich. Oh, Kelleck. Ich find's geil, wie wir einfach so viele Schüsse von der Kacke tanken, ne? Weil wir einfach keinen PvP-Spieler haben. Wir haben keinen PvP-Damage an. Ich meine, es wäre mal ein Experiment wert, aber dann nicht bei demjenigen, der den Server leitet. Das könnte nämlich nach hinten losgehen. Ach Quatsch. No risk, no fun. Na gut, dann spring mal da runter ins Loch. Okay. Warte, ich will auch gucken, wie das macht. Ich will dir zusehen. Spring jetzt! Nee, du kannst ja das Teil hier benutzen. Hab ich dich jetzt ernsthaft? Reh ist tot. Das arme Reh. Wer ist ein Eichhörnchen, hättest du mich gefeiert. Der hätte ein Eichhörnchen. Davon hätten wir einen Schädel nehmen können, ne? Ja, vom Reh auch, das brauchen wir auch noch. Ach, Quatsch. Nee, nix Quatsch. Wahrheit. Doch. Digga, ich reiß alle deine Köpfe ab. Versuch's doch. Dann okay. Reiß ich deinen ab. Okay. Dann hänge ich den auf bei mir im Zimmer. In real life. Okay. Ja, es gibt sowieso nichts Wertvolles hier auf dieser Welt zum Leben. Ach, ist das eine Mom. Sweet Home Alabama. The fuck? Nein. Deine Fresse von vorne. There is nothing what I can do. Oh, Alter, 3 Schildkröten. Bam. Und sterben sie sofort? Ja. Vor allem, wenn man in den Arsch schießt. Ja, ist ja gut. Bam. Leute, ich habe einfach durch die andere, durch die zweite durchgeschissen, die dritte gekillt. Durchgeschissen. Alles klar, Digga.
Ich hab du kurz durchgeschissen. Muss ich nicht weiter drauf eingehen? Janko, ich durchgeschissen. Ich scheiße gerne durch Schildkröten. Lobe ich dich. Ist ja nicht wie soll das trotzdem? Nee, noch bist du weiter. Ja, ich weiß. Wie soll das aber sind demnächst? Ich sehe da nichts. Du lügst mich an. Du willst mich nur jetzt abbringen und willst exkludieren. Ich brauche immer nur Aloe Vera. Aloe Vera. Alufolie. Hauptsache, wir hatten beide gerade den gleichen Gedanken. Aloe Vera. Alufolie. Aloe Vera. Lass die Finger von Aloe Vera. Lass die Finger von Aloe Vera. Lass die Finger von Aloe Vera. Jetzt steht hier unser gebautes. Bevor das für dich. Wie viel müssen wir denn da noch bauen? Weiß ich nicht. Das rendert gerade erstmal alles ein. Aber hier hatten wir. Hier weiß ich, ja, hier ist es. Hier hatten wir unseren ersten Septopf. Und Federn. Nein, der erste Septopf war in unserer anderen Base, aber den habe ich da als den habe ich da nämlich schon mal hinplatziert gehabt. Was fehlt denn hier noch? Keine Ahnung. Wildschwein! Was wo? Tot. Den Kopf brauchen wir. Hast du Red Dead Redemption 2? Nee. Schade. Besser als GTA 5. Digga, ess dich voll, Alter. Hier ist Fleisch. Ah, wir haben schon Wildschweinkopf, never mind. Weil die, also hier in der Base haben wir schon Hai und Dings. Und Wildschwein. Digga, die Base hier ist so stacked, Alter. Also, das, was ich jetzt tue, könnte ziemlich gefährlich für mich enden. Was? Aber... No risk, no fun. Nein, hör auf. Ui, aua. Funktioniert ja gut. Wait. Warte. Nein. Lass die Kettensäge. Lass uns, bitte. Warte, wo hab ich's? Hast du Dynamite? Wir machen das wie coole Jungs. Wegspringen. Lauf, das fetzt dich weg. Funktioniert ja gut. Jo. Aber instant umgefallen, holy shit. Ich sage, wir radeln immer noch an den Baum. Alter, lass mich rutschen jetzt. Ui Baum. Oh. Ja. Oh. Tschüss. Ich würde dir raten, nicht nach vorne zu drücken. Nach vorne? Ja, drück einfach nach vorne. Ich sehe nichts. Oh. Alter, ich bin bis hier geflogen. Ja. Ja, du musst danach springen. Du musst danach springen. Das ist immer so. The fun part about it. Ja, gut, weißt du, was wir machen könnten? Eine Brücke von hier bis zur Oberfläche. Siehst du diesen riesigen Berg da oben aus Eis? Nein. Wir machen von da oben. Okay, wir können. Eine Seilbahn. Let's go, Digga. Das ist zwar das Dümmste, was zwei wir machen. Zwei Echsen, Freddy, hier waren zwei Echsen. Ja, die sind hier immer noch. Ja, töte dich doch, du willst doch Dingenskleidung. Was ist das?
Was hast du Löschpistole. Da? Löschpistole, oh. Wieso ist gerade ein Leuchtpistolenschuss aus meiner Pistole gekommen? Ich bin schwarz! Ich bin jetzt schwarzer als schwarz. Ich bin schwarz. Ich hab mich mit Dreck eingerieben. Ich bin jetzt schwarz. Ich weiß gar nicht, ob man da oben auf den Berg drauf kommt. Aber. Keine Ahnung. Es wäre lustig. Versuch, was es wert. Oder habe ich irgendwie voll Bock drauf, ne? Okay, rote Pilze sind böse. Ach. Ready? Alle Pilze gleichzeitig essen und los. Da kommt ein Puff. Denk dran, wir haben jetzt keinen Schutz. Alter. Das ist einfach zu unfähig. Achso, aber hier glitscht er sich easy nach oben, weißt du? Ja? Hier, guck. Warte, ich zeig's dir. Achso, ja, gut. Da hätte auch einfach hier rumgehen können. So, woher große Berg aus Eis und Schnee gekommen. Bitte sag mir, man kann von da oben eine Seilbahn bauen. Und ich weiß nicht mal, wie weit wir eine bauen können. Okay, orangene Pilze auch böse. Also Beschreibung dafür steht und endlich Seile. Also man könnte so weit wie du es schaffst halt. Boah. Wir müssen auch noch die Schildkrötenpanzerrutsche bauen, ne? Ja, es kommt schon. Was haben wir noch? Was müssen wir denn noch alles bauen? Ich glaube, dafür sind die ganzen Stämme nötig, für die Schildkröten, weil wir es irgendwo noch schön geplaced haben. Schön, wir müssen noch einen Gleiter bauen. Wir müssen noch den Turm bauen. Warte, stimmt, lieber den Gleiter haben wir schon irgendwo stehen. Nur halt, weil, guck mal, Rehfell, ich glaube, wir hatten... Und stimmt, den Transport. Wir den Köpfe brauchen und etc. Wir brauchen noch den Turm und den Protokolltransport. Ich finde es so geil, wie es einem hier unten mit dem Zeug, mit der Kleidung absolut nicht kalt wird. Ja, ne? Jo, ich glaube, man kann nicht da hoch, aber man kommt wenigstens hier vorne hoch. Ja, das sieht so ziemlich aus wie Textur, ne? Ja. Warte mal, hier, guck mal, wo ich bin. Hier ist safe hochglitschen wieder. Ja, bin oben. Ah, stimmt. Ja, so neben dem Wissenpunkt war ich schon mal. Ready? Weiter ja. Geht nicht. Doch, einfach springen. Jetzt musst du wirklich springen, komplett durchspammen. Nur springen. Nie nach hinten drücken. Immer nur springen. Wenn du runterrutscht, immer weiter springen und neu versuchen. Ab so einem Punkt war ich schon mal. Ich gebe dir einen Hinweis, ab und zu ein bisschen seitlich. Ja, was ist das denn hier für ein Kack? Holy shit! Ja, hier war ich schon mal auf so einer Ebene, aber guck mal, wo wir auf der Karte sind. Ja, out of map. Richtig. Aber letztes Mal war es nicht so steil. Ach, hier drüben sind Flächen zum Laufen. No! Yeah! Alles klar, ich glaube, den Plan können wir vergessen. Es sei denn... Da hinten. Wir bauen einen Turm. Warte, Freddy, guck mal da hinten. Oh, hier ist ein Zelt. Wait a second. Lol. Alter, wie viel Euro hier ist die Höhle? Wenn wir den Heli hier sehen, schon. Den haben wir safe schon gepasst. Ja, hier sollten wir definitiv nicht sein. Ja, es ist auch der letzte Teil auf der Map, den wir noch nicht erkundet haben. Echt? Ja.
Guck mal, das, wieso kann man nicht nach da oben? Bitte, lass uns da hochgehen. Ich will da hoch, Mann. Das hat safe noch niemand geschafft. Schade, dass man hier im Kreativmodus nicht fliegen kann. Freddy? Ja? Wo sind wir gerade auf der Karte? Noch nicht am Map-Ende. Ja, guck mal, wir laufen ja gerade Richtung rechte Karte, ne? Ja. Ich hab's mal wirklich, wenn du jetzt hier runterlaufen würdest, bis zu, keine Ahnung, bis zum Fluss runter, ne? Mhm. Also auf unten auf der Map. So weit habe ich eine Strecke zurückgelegt, und zwar am linken Ende der Karte, links oben. Hä? Ja, ich habe mich so weit einen Berg hochgeglitzt, weil es da immer so Flächen gab, wo du dich festhängen konntest. Ach, mit den Teilen? Das war wirklich Berg, das war ein Felsen, so, dann war das so Vorsprung, dann war das so eine kleine Ritze, wo du stecken geblieben bist, wo du nicht weitergerutscht bist und etc. Wie zum Beispiel hier der Berg. So ungefähr war da eine Lücke immer, dass du festgesteckt hast, dass du nicht weiter gerutscht bist. So, Freddy, hier ist der Höhereingang. Nee, irgendwie nicht. Doch, hier, komm. Hier ist der Höhereingang gewesen. Ah ja, stimmt, da ist das Flugzeug. Ja, ich gehe mal weiter, erkunden du. Leuchtet schon wieder nicht mehr, egal. Warte, Freddy! Mann, das wäre so geil gewesen, wenn man da oben hätte auf den Berg gekonnt, ne? Ich mein, what the fuck? Also ich meine, theoretisch kann man auf dem Berg, weil da ist man ja drinne, aber ich find's schade, dass man da nicht noch normal rauf kann. Das wäre nice. Ah ja. Und hier müssen wir noch eine Base bauen. So, jetzt sind wir generell am Rand der Map. Willst du runterspringen? Das Wasser. Wir sind jetzt hier am Rand der Map. Du Horst. Du dummer Horst. Ja, du musst jetzt ins Wasser, wa? Nö. Ja, spring mal. Das überlebst du nicht. Du überlebst es nicht. Du hast recht. Da bist du echt tot, Alter. Ja, ich krieg ja schon aus einem Meter Fallschaden. Zurück zum Hauptmenü. So. Leute, dann würde ich sagen, was noch für diese Folge. Nee, ich lauf grad grünes Fläche hoch, oh Gott. Also ich beamt komplett an die Randkarte. Leute, ich würde sagen, wir machen das so mal für diese Folge. Nee, jetzt nicht meine Hand, lass so lange mal. Was der meine Folge beenden will, Alter. Ja, weil ich jetzt aufgehe. Warum? Hast du mal auf den Zeiger geguckt? Willst du vielleicht erstmal noch, dass ich speichere? Provisorisches Lager. So. Speichern. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war's für die Video. Wenn es gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo, aktiviert die Glocke, um das nicht zu verpassen. Und ciao, Leute.